Ey, wir sind Was? gespannt. Ja, Nicht. Oder Flui? ich habe Ja. Angst. Du wirst es doch sowieso nicht sehen. Nachher, ich gucke mir CMS-Videos definitiv an. Oh, danke. Nachher, Alter, das Video kommt in Jahren. In Hallo? Jahren. Es kommt. Das kommt, ja? Oh. Okay. Das kommt. Gute Aussage. Ja. Es kommt. Oh, du wolltest wohl jemanden von Liga Warschau verpflichten, immer. Aha. So, die So, Briefing. Steelers. Aha. Tippen. Ich würde mal Buljewitsch sagen, soll ich beginne mit den gehalten Tipps, dadurch, dass ich hochmotiviert gerade mit Flui bin. haben. Also, das Spiel Dresden gegen Aue. Ganz ehrlich, das wird ein richtig lustiges Spiel wahrscheinlich. Dennoch denke ich, wird es ein Unentschieden, ein 1 zu 1. Bei dem Spiel Was, was? zwischen. Ein 1 zu 1, habe ich gesagt. Zwischen? Beim Ich habe Spiel nämlich gerade erst die Aufnahme gestartet. Heidenheim gegen Magdeburg. Interessant wird das, solange der Flui das jetzt nicht zu leicht auf die Schulter nimmt. Da, wenn er es dann zu leicht auf der Schulter nimmt, könnte es sein, dass Heidenheim gewinnt. Aber ich sage mal nein. Magdeburg gewinnt mit 2-0. Und meine Wenigkeit spielt ja gegen den MSV Duisburg regelmäßig Probleme. Ich hoffe mal, dass wir gewinnen und das auch mit einem 2-0. Also jetzt kommen meine Tipps. Dynamo Dresden gegen Aue. Ich denke mal, das wird ein Spektakel. Es wird ein Hin und Her. Ich denke mal, das wird 3-3 enden. Ja, bei meinem Spiel, ich hoffe auf einen Sieg, weil ich spiele gegen den Tasch. 3-3, Alter, willst du mich verarschen? Ja, ich denke mal, das wird ein Spektakel. Es wird ein Hin und Her. Duisburg gegen Pauli. Ich denke mal, dass Pauli gewinnen wird. 2-1 für Pauli. Und ich gewinne mit knappem 1-0 oder vielleicht 2-1. Mal gucken. Jetzt ihr? Ja, da ich auswärts spiele, bin ich mit einem Unentschieden zufrieden. Hauptsache nicht verlieren. Und die Naja. anderen beiden Spieler? Wer spielt denn noch? Warte. Duisburg Meine gegen Wenigkeit gegen Pauli Duisburg ja. Und und Heiden gegen Duisburg Magdeburg. gegen St. Pauli. Das wird ein ekelhaftes Spiel. Ich habe nämlich auch schon in Duisburg gespielt, deswegen denke ich, das wird ein Unentschieden. Und Heidenheim-Magdeburg, gegen die habe ich auch noch nicht gespielt. Ich hasse Heidenheim, Magdeburg gewinnt. So. Jetzt CMS. Ich habe Angst. Das Okay. ist eine sehr Große, gute Begründung. große, große Angst. Okay. Und was sagst du zu den anderen beiden Spielen? Habe ich auch Angst. Angst. Sehr große Angst. Ja, ich hoffe, dass St. Pauli gewinnt, weil Duisburg ist ein Tabellennachbar. Und wo ist Magdeburg? Naja, die spielen auch gegen quasi Tabellennachbar. Bitte, bitte, bitte schlag mich ab. Das ist Ich ernst werde mich gemeint. anstrengen. Das ist ernst gemeint. Ich versuch's. Das Topspiel ist das Sachsen-Derby. Ja, Na natürlich. super. Vor der ganzen Welt. Cool, Kempe ist sogar noch Nicht fit genug. blamieren. Ich sag, Kempe das ist wird noch ein fit genug. 3-3. Rest. 3-3. So wie bei uns, oder was? Ja. Gut, bei Immon kam mir auch ein spektakuläres 2-2 raus. Ne? Erst hab ich geführt, dann hat Immon geführt, dann kam noch 2-2 oder andersrum. Ne, erst hat Immon geführt, glaube ich, 1-0. Dann habe ich 2-1 geführt und dann kam noch 2-2, soweit ich So weiß. sieht's aus. Eieieiei. Bruder muss los, die Ein Nick Klampe. auch Rostock, 0 zu 2 ich dann bei uns. BW an kurzen Abspielen hin, reißt Klapp, ihre Schirme an den Nürnberg, Gegnern. Nürnberg Hoffenheim, 2-2. Gladbach gewinnt, Gladbach 2 gewinnt 7-0. Würzburger Kick aus Halle 1-1. 1860-2. gewinnt gegen Pullach. Olympiakos gewinnt 3-0 gegen Kreta. Gifhorn 1-1. Gifhorn. So. So, zweite Mannschaft, wie hat sie gespielt? Oh, 2-0 gewonnen, meine sehr Neuzner schon schön, wieder gegen verloren. Havelse Oh, haben wir Chesterud kann gewonnen. spielen. What the fuck? Nein. Aber der hat keine Spielpraxis. Gut, den tue ich aber auf die Bank. Der kommt rein, wenn es ein Tor geben Felix muss. Brüch. So, das sind die Spiele. Ihr könnt jetzt wieder tippen, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr nicht, dann nicht. Ja, So. richtig. Wie gesagt, auch hier wieder dieses Gegner wegen Pause drücken und so CMS. Das ist gerade, weil ich ja der Host bin. Nochmal wichtiger. Der Horst. Der Horst. Ach ja, scheiße, es könnte ja schief gehen. Ja. Ah, verdammt. Ich habe meinen einen Spieler, ich habe vergessen, den abzustellen für die zweite Mannschaft. Der war jetzt in der zweiten Mannschaft. Cool. Aktuelle Form Aue, annehmbar. Ja. Dynamo, erschreckend. Das ist sowas von bitter, ja. Oh, Schiedsrichterin, Bibiana Steinhaus. Nein! Die Bibiana! Bibi, Bibis Beauty Palace. Nein. Oh, nein.
auch noch die. Das kann nicht wahr sein. Bei so einem wichtigen Spiel, ey. Lol, meine Formel ist inkonstant. Holzer wäre besser gewesen. Was bist du denn für einer? So. Am besten wäre noch Fimmler gewesen, wa? Ja, Fimmler, ja klar. Eine... Nee, Heimo Wasserschneider. Ja, Heimo? Heimo ist schlimm. Heimo ist schlimm. So, der so, pfeift aber Spiel auch lädt gerade wieder ewig. Kann er nämlich kein Wasser schneiden. Ja, bei mir steht CMS und Immon warten. Ja, bei mir hat er eben gar nichts nämlich gemacht. Nein, kurz. Alles in Ordnung. Ja, er müsste halt einfach noch auf Spielen gehen. Ja, alles gut. Bei mir hat er bloß gerade eben nicht laden wollen. Das ist das Problem. Bei mir steht immer noch link, bei mir steht immer noch rechts oben wartet. Es ist ein Leck Spiel. Mich da an in die Tisch. Leck mio. Ja, warte, zwei Spielern fehlt die Spielpraxis, passt schon. So, ein Spiel. Jo, ab so also ab dafür. Habe ich überhaupt meine Wechsel durchgeführt, die ich machen wollte? Oh. So, Spiel kann losgehen. In Duisburg. Ich spiele in Heidenheim. Puh. So. Oh, es geht los. So. Guckst du dir noch dieses Einlaufen an, oder was? Ja. Lecker, Ball geht in die Mitte und die so. Chance. So. Du willst, das ist fast das 1-0. Ende gerade sind. Ja, so, weißt bei mir du, ist wie Anstoß. Nass die hier sind, bei mir auch. Oh, Strauß läuft schon mal gut durch. Oh, gut. Oh, nein. Michel, Alter, geile Aktion. Ja, gut, den Ball erobert. Von Kempe. Und du hast nein! Finn Becker hat sich verletzt! Als ob echt? Ja! Zuerst. Er hätte sich vor unseren Spielen verletzt. Becker hat sich in der 5. Minute verletzt. Ach Gott. Das ist natürlich sehr enorm gut. Bitter. Aber der Konter läuft nicht, ey. Hast du gut. Ja. Das ist mit gegen Union Berlin, das war so geil, das Tor mit dem Torwart. Da ist der Krüger einfach auf den Torwart drauf. 1-0. Oh, der war richtig knapp. Dritte Minute steht 1-0 für Heidenheim. Alter, willst du mich verarschen? Was wird er tun? Beset wird verwarnt. Ja. Okay. Für was eigentlich? Ich hab's nicht mitgelesen. Weiß ich auch nicht. Okay. Oh Mann. So, genau, jetzt wird es mir auch angezeigt. Magdeburg liegt hinten. So. Wie gesagt. Oh, es fängt an zu regnen. Ja, nein. Es regnet jetzt. Nazarov schickt Krüger! Oh nein, das Schuss! Und die Ecke wird nichts, natürlich. Aber du hast mehr Ballbesitz. Aber nee, ich hab was ist denn da los? Nazarov! Nein, der kriegt doch rein! Das kann nicht sein! Alter! Back! Komplett. Ausgleich! Das Ding. Jawohl! Und! Oh. Bei mir 21. Minute Back mit dem Ausgleich. Sehr gut. Okay. Ja, das wir jetzt auch hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Das war eine klare Tätigkeit! Alter! Dieses Steinhaus! Und Tor! Ja. Yes! Man! Booyah! 1-0 für Duisburg! Kann 1-0 nicht für Aue! Sein. Was für Aue? Okay. Nein! Oh, yes! Das war klares Abseits! Mit niemals! Ja, guck sie an! Ich hab's nicht. Oh, doch nicht! Scheiße! Das war kein Abseits! Also, Junge! Alter, war das wichtig! Oh! Was machst du da? Bist du blind oder was? Alter, im Strafraum spielt er erstmal zu meinem Spieler. Oh. Und oh! Und Tor! Jawoll! Nein! Ja. Alter, du hast das Spiel angehalten, oder? Ich hab nichts gemacht. Ach so, gut. Alter, du hast voll. 1-1 Krüger. Auch gleich auch hier, auch gleich auch hier. Buchtmann eingewechselt. Alter, was war denn das schon wieder für eine Aktion? Dein Torwart! Hat das deine Arme. Ja. Krüger mit seinem 6. Scheiße. Pause bei uns 1-1-1. Alter, ist mir schlecht. Aus knapp 20 Metern hat er mal einfach mal raufgedonnert und das Ding reingeschossen. Alter, ist mir schlecht, ey. Gut, die Führung hat nicht lange gehalten. Oh Mann, ey. Aber jetzt wieder. Schieß! Oh! Mann, Held. Alter, was für ein Spiel, ey. Das macht schon mal wieder Spaß. Oh!
Führung! Spiel gedreht! Führung für den FC St. Pauli! Das läuft ja schon mal gut für uns. Interessiert gerade niemanden. Ja! Beim Topspiel. Ich muss gucken, ob ich auch. Sorry, jemand. Macht ja nichts, aber hey, ich versuche dir gerade zu helfen. Ja, ich muss aber mich auf mich konzentrieren. Ich würd mal gerne wieder gewinnen. Und vor allem gleich im Sachsen-Derby, das ist doppelt Moral-Push. Bochum 1-1 gegen Hamburg. Boah, das gibt's doch gar nicht. So, Abstoß. Völlig verkorkster Abstoß, aber ist egal. Ich hab Ecken defensiv, hab ich geübt, Alter! Wollt ihr mich verarschen? Nein. Und? 1-2. Also 2-1. In Duisburg steht's 3-1. Ich hab Ecken defensiv 2 Wochen lang geübt. 2 Wochen. Habe ich die scheiß Ecken defensiv geübt. Nichts rausgeholt. Boah, ey, Alter. Geh ich dir diesen scheiß Gegentreffer. Verpiss dich! Und was? Geil. Verarsch mich! Ich hab mich noch nie so überfasst gefreut wie geil. geh weg da hinten! Verpiss dich! Der ist ja wie im echten Spiel, wenn er auf der Tribüne ist. Alter, geh weg! Psst. Nee, wir spielen das jetzt aus. Zack. Zack. Oh nein, verlagert. Ja, nochmal und Schuss und. Was? Geil, das kann ich nicht! Alles mit der Ruhe! Alter, wieder im Postenschuss. Wollen wir das verarschen, ey? Komplett! Gelbe Karte. Puh. Verarsch mich nicht. Alter, Nazi. So, zweite Halbzeit. Er ist ja noch übelst angeschlagen von da. Ich bin schon in der 73. Halbzeit, wir liegen zurück. Ich bin jetzt auch kurz nach der Halbzeit, jetzt in der zweiten Halbzeit, weil ich halt hier Wechsel machen musste und gucken muss, wie das hier läuft. Boah, Alter. Blumengeld. Boah, Alter, ey. Ich zitter noch mehr als vorher. Ja, weißt du, wie ich mich hier jedes Mal fühle? Alter, puh, ey. Alter. Hast du schon auf Spielen gedrückt? Nein, ich bin immer noch bei der Ansprache. Ich kann gerade gar nichts tippen. Ja, ich muss das mal lesen. Ja, boah. Alter. Du warst der Erste in der Liga, der mich besiegt von euch dreien. In der Liga. Im Pokal ist ja kein Wunder, gegen mich zu gewinnen. Oh, Hilfe, ey. Mann. Fuck. Oh, Hilfe. Was sagt mein Puls? Cool, bei mir ist 2-mal Pascal Testrot reingekommen. Das ist gut. Und 2-mal Nazarov raus. Boah. Okay, das ist schon mal, das klingt schon mal gut. Und Tupitz! Oh, Abseits. Alter, warum läuft der da nicht durch? Der hätte locker den Karl nicht überholt. Also, ich hätte nie gedacht, ich habe nur einen 78er Puls gerade. Ja. Mein Ruhepuls ist zwar bei 65, aber alles gut. Hey, wo ist das Abseits? Nein, Ballas. Oh, fuck. Zweites Spiel, zweite gelbe Karte. Oh, Freistoß Tiffert. Oh. Neben. Der war nicht mal ansatzweise gut. Glück gehabt. Ja. War nicht mal ein guter Freistoß. Das war aber eine richtig gute Position. Ja, klar, aber. Der hätte über die Mauer schießen müssen. Was? Ich mach 60. Minute Pause, okay? Mhm. Ja. Als ob. 1-1. Bei Testro steht 45. Minute eingewechselt und bei Nazara 45. plus 3 ausgewechselt. Jo, so ist es. Unfassbar. Oh, was war das denn für ein katastrophaler Fehler? Ja, Anschlusstreffer. Was war das denn für ein katastrophaler Fehler, Leute? Den legt er da fast förmlich vor. Oh, vierte gelbe Karte schon. So. Go for it. Go! Oh! Nein. Oh, jetzt der Konter übergrüßt. Oh, der stolpert! Abgefangen. Gesagt, Hauptsache nicht verlieren, ey, was kommt? So eine Scheiße. Und auch kurz vor der Halbzeit, dieses Drecksgegentor. Oh nein! Was für ein geiler Kopfball, also ich muss sagen, danke. Jedes Mal die beiden dort auf der Außen. Och Gott! War das ein schlechter Pass, ja, jetzt kommt der Konter.
Wow. Ich würde gern wechseln. Ja, dann mach Pause. Warte, ich warte noch die Situation ab. Ja. Ne, ich wechsle jetzt. Okay, lol! Oh Mann. Ich hab Angst, dass ich rote Karten bekomme. Immon, ist dein Spiel schon, Spiel schon vorbei? Nein, 82. Minute. Uiuiui. Und das Ding ist extrem knapp, weil einfach dieses 13, weil dieses zweite Gegentor so ein dämlicher Fehler war. Scheiße! Oh mein Gott! Das war jetzt krass, ey. Das war jetzt richtig krass. Alter, meine Nerven. Geh einfach. Und der Pass und... Oh, gut gehalten. Alter. So, 5 Minuten noch, Flui. 4. 3. 2. Einwurf Duisburg. Und komm. Himmelmann kriegt den. Unentschieden noch. Oh nein! Wieder Pfosten! Das kann nicht sein! Das ist der Wahnsinn, Neues! Ey, das ist der Wahnsinn. Alter. Wieder Pfosten! Aber so ungefähr hast du es auch Flui doch erwartet, oder nicht? Okay. Ich wollte eigentlich auf Zuruf gehen. Und oh, geil! Was? Ich wechsle. Ja. Scheiße. Hm. So, letzte Minute, Ecke Duisburg und die ist ins Nichts gegangen. So, Leute, spielt ruhig. Pfeif ab, Schiri. Wann ab. Kann ich nochmal Taktikanweisung machen, ändern? Bei Teamanweisung? Ja, aber da wird das Spiel passiert. Ja, das wollte ich ja. Wow, Himmelmann, danke. So, pfeif ab. Freistoß St. Pauli. Okay, müsste jetzt weitergehen. Ja, geht. Und das Spiel ist vorbei. Wow. St. Pauli gewinnt das Spiel. Wow. Relativ knapp mit 3:2. Ich habe keinen Wechsel mehr am Baumgart, muss verletzt raus. In der 87. Ja. Ei. Oh, ich muss auch wechseln. Aber mach das nacheinander. Verletzt. Hat einen Schlag abbekommen. Dein Neuner? Mhm, Heise. Und Tor! Yes! Boom! 3-1. Oh. Benatelli, 89. Oh. Ja. Alter, Eigentor. Eigentlich. Dafür kann der Torwart ja nichts. Ja, kann er ja nicht. Eieieiei. Was ist das heute wieder für ein Spieltag? Ach, du pausierst. Nee. Oh. Oh, ich habe auch nicht pausiert. Hat bei mir irgendwie automatisch auf Pausieren gemacht. Alter! CMS! Alles entspannt, die 2 Minuten, die hätte ich auch so noch geschafft. Ja. 2 Tore ja. Vorsprung. Jawohl! 4:1! 4:1! Das gibt's nicht. Alter! Boom! Das Eieiei. Was für ein Befreiungsschlag. Boah. Und das noch in einem Derby. Das ist doppelt. In einem Derby. Ja gut, ich wurde im letzten Derby auch 3-0 geschlagen. Boah. Ja, Doppelpack größer. Alter. 90. Yes. Ach je. Boah. Komm. Oh, jetzt ist das Spiel mehr Spiel, aber sowas von, ne? Alles vorbei. Yes! Gut, Rufus hat jetzt auch in den letzten Minuten in Unterzahl gespielt. Ja. Wieso hat er in Unterzahl gespielt? Hat er eine rote Karte? Verletzt. Ja, verletzt. Er hat sich verzockt mit Auswechslung. Nee, das kann passieren. Der ist mit dem Heise zusammengeknallt. Ich konnte mal wechseln, er nicht mehr. Ja. Wieso war sein sich beide verletzt. Wieso war sein Wechselkontingent erschöpft oder wie? Ja, er hat. So. Ja, ich habe gewechselt vorher. Alle drei. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Oh.
So, TMS, das heißt, unser Spiel ist das der einzige noch, was übrig bleibt, ne? Dann haben alle gegeneinander gespielt. Krass, das ist ja noch ewig lang hin, unser Spiel. Ja, ich weiß. Oh. Das ist ja Alter. Kurz vor Ende der Saison. Also, wenn das so weitergeht mit dem Let's Play, ich habe am Ende komplett graue Haare. Errungenschaft, Kopf an Kopf. Ich habe Errungenschaft, Torlauf. Alter. Becker verletzt, 2 Tage, ist okay. Halb so wild. Bochum fügt dem HSV die erste Saisonniederlage zu. Ja. Und das ist unser Alter. Ja. Was für ein Spieltag. Also durch die Niederlage von Flui, würde ich mal sagen, Flui, das wird wieder eine interessante Sache. Ich habe nicht verloren. Ich habe unentschieden gespielt. Was hat denn der, ach so. Dein verletzter Spieler? Oh, 3 bis 4 Wochen. Okay, meiner hat 2 bis 3 Tage. Stimmt, darum. Heidenheim, unentschieden. Eieieiei. Du brauchst das wohl, oder? Wir können ja noch mal bis Sonntag vormachen, oder? So, oh nee. Das Team von Dynamo Dresden steigert sich und vernichtet Erzgebirge Aue. Alter, ist das böse, die Artikel. So, dass wir ja, dann Sonntag sozusagen... Achso, stimmt. Also wollen wir denn jetzt Feier machen, ja? Ich dachte, alles jetzt machen wir noch einen Tag nach vorne und dann machen wir Feier. Alles klar, dann machen wir noch einen Tag nach vorne. Okay, gut. Alter, 17 Gegentore in 9 Spielen, was für ein Scheiß der Robin Lenk hat der Presse einige interessante Dinge zur deutlichen Niederlage zu sagen. Ja? Das ist einfach verdammtes Pech, wir hätten den Sieg verdient, aber es hätte nicht sein sollen. Ja gut, du hast so pass viele... Pass auf, hier stand, Lenk gibt Aluminium die Schuld. Ja, recht hat er. Ich habe 3 oder 4 Mal es Pfosten getroffen. Also, der Spiel... Also, 2 Mal hat Schubert übelst krass gehalten. Also, ja gut, immer hat er heute den Fehler verursacht, wo du aufs leere Tor geschossen hast, von der Mittellinie. Also das ist der Spruch dieser Folge. Das Aluminium ist schuld, kein Spieler, kein Gegenspieler, sondern das Aluminium ist schuld. Mhm. Mit dieser Weltklasse-Abgang von Ruffy bedanken wir uns vielmals für eure Aufmerksamkeit. Was? Bis dahin und ciao. Gut, tschüss. Ciao. Ruffy? Ja, ciao, hab ich gesagt. Du hast nur gemacht. Ja. Davor ciao.